Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute Abend nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich hier im Radio bei 1Live. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine freie Themennacht. Das heißt ja, bekannterweise, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann auch flink und rasch zurückrufen können. Unter Umständen. Erste Anruferin heute Nacht ist Katharina. Und Katharina ist 22. Hallo Katharina. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe Probleme mit meiner Nase. Ich traue mich nicht mehr aus dem Haus raus. Mit der Nase? Ja. Inwiefern? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Was ist denn was ist los mit der Nase? Ja, die war zu groß. Sie haben mich Steffi Graf genannt früher. Und ich habe irgendwie Probleme, auf Menschen zuzugehen, weil ich Angst habe, dass sie mich auslachen. Wegen meiner Nase. Ich habe schon 3 Operationen hinter mir. Ach, du hast 3 Operationen schon? Ja, habe ich, ja. Und ich bin nicht zufrieden damit und... Ist sie denn immer noch sehr groß, die Nase? Ja, man kann da reingucken in die Nasenlöcher und das stört mich total. Und 3 Operationen, da gehe ich mir davon aus, dass du bei schlechten Chirurgen warst. Genau, und ich habe Angst, ich weiß nicht, wer der richtige Arzt für mich ist. Also du warst 3-mal jetzt bei jemand anderem? Ja, ich war jedes Mal bei einem anderen und ich habe immer schlechte Erfahrungen gemacht. Wie viel Geld hast du dafür ausgegeben bisher schon? 9.000 Euro bestimmt. 9.000? Ja. Viele fanden ja oder finden die Nase von Steffi Graf toll. Nee, ich nicht. Nee, so kann man auch Leuten nicht kommen, die darunter leiden. Mhm. Das nehme ich schon sehr ernst. Wenn du sagst, mir hat meine Nase nicht gefallen, die war irgendwie ein Riesenkolben im Gesicht und ich war damit unglücklich, dann muss man das ja ernst nehmen, finde ich. Aber ja, jetzt finde ich ganz schlimm, mein Gott, das ist ja schon 3 Operationen. Und na, ja. Ich habe selbst im Bekanntenkreis 2 Frauen, die sich die Nasen haben operieren lassen. Das sieht super aus. Und die haben es einmal machen lassen und es war okay. Ja, dann haben sie einen richtigen Arzt gefunden. Ja, vermutlich ja. Deswegen bin ich jetzt ganz entsetzt, denn wenn du sagst, dass du schon 3-mal unter Messer warst und es immer noch nicht gut ist und schon so viel Kohle da rein investiert hast. Ja. Ich bin unglücklich verliebt in einen Mann und ich habe das Gefühl, er will mich nicht wegen meiner Nase, weil ich nicht gefallen. Was gebe ich drum, jetzt dich mal zu sehen? Ja. Und ich würde dir schwören, dir knallhart die Wahrheit zu sagen, wie ich die Nase finde. Aber ich sehe dich ja nun leider nicht. Nein. So, wie kriegt man das Problem in den Griff? Geht es so weit, dass du darüber nachdenkst, das nochmal operieren zu lassen? Ja. Aber dann musst du verdammt gut recherchieren, ne? Dass du dann einen Arzt findest, der sehr, sehr erfahren ist auf dem Gebiet der Nasenoperationen. Ja, das ist es ja. Und ich habe Angst, nicht den richtigen zu finden. Nun können wir dir natürlich hier keine Ratschläge geben, zu welchem Schönheitschirurgen du gehen sollst. Das wäre quasi Werbung, ne? Das können wir nicht machen. Du musst halt, geh viel ins Internet und suche. Und wichtig ist auch, finde ich, immer zu fragen oder herauszubekommen, wie oft ein Chirurg diesen Körperteil zum Beispiel operiert hat schon. Ob das jetzt, ne, daran kann man sehen, ob das wirklich ein Fachmann ist. Wenn der sagt, ich habe schon 30.000 Nasen operiert oder so, dann ist es wirklich jemand, der davon Ahnung hat. Ja, und dieser Mann, der hat mich, mein Selbstbewusstsein so erniedrigt, dass ich irgendwie mich von meinen Freunden isoliert habe und weiß ich nicht. Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Wie, du bist 22, was machst du vom Beruf? Ich bin Kosmetikerin, aber ich finde zurzeit keine Stelle, weil Bewerbung schicke ich ab und es irgendwie nicht. Aber das hat nichts mit der Nase zu tun. Nee, es läuft einfach nicht gut bei mir gerade. Ja. Und Freunde? Freunde habe ich mich abgekapselt. Weil du dich schämst? Ja. Ja. Und du bist jetzt da in irgendeinen Mann verliebt? Ja. Wo hast du den kennengelernt? Im Zug habe ich den angesprochen. Du hast ihn angesprochen? Wie mutig. Ja. Hey, das ist aber wirklich mutig, wenn jemand schon so angeschlagen ist, mit dem Selbstbewusstsein dann jemanden anzusprechen. Wie ist der Kontakt denn im Moment? Ich habe ihn am Wochenende gesehen
Und ich weiß es nicht, was daraus wird. Ich habe keine Ahnung. Also erst einmal nach dem Zug gesehen? Ich kenne ihn schon 2,5 Jahre. Ach so. Ja. Ach so. Aber das wird irgendwie nichts. Ich mache mich damit kaputt schon. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Weiß der denn, dass du in ihn verliebt bist? Ja. Und was hat er gesagt? Er kann keine Beziehung führen. Seine Mutter hat irgendwas dagegen oder so. Weiß ich nicht. Er also, wohnt bei seiner Mutter. Larifari? Ja. Oder eine Ausrede vielleicht? Ich weiß es nicht. Er ist 32. Ach, die Mutter hat was dagegen, wenn er 32 ist. Ich weiß. Aber das Hauptproblem ist die Nase, ne? Ja. Weil die dich völlig unglücklich macht. Ja. Wie oft am Tag? Ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken. Ja, ich wollte gerade fragen, wie oft guckst du in den Spiegel? Gar nicht. Hm. Beschreib sie mir mal, wie sie jetzt aussieht. Sie war vorher ganz groß. Ja. Aber man hat sie doch jetzt mindestens bei diesen 3 Operationen verkleinern können, oder? Ein kleines Stückchen vielleicht, aber ich habe das Gefühl, dass die bei mir nichts gemacht haben. Was haben denn die Ärzte danach dann zu dir gesagt, nachdem die Operationen gelaufen sind und du so unzufrieden warst? Ja, dass sie nichts mehr machen dran. Also die konnten deine Kritik nicht teilen? Nein. Die fanden das schön? Ja, ich nicht. Mhm. Hast du das denn mit denen genau abgesprochen, wie viel du weggenommen haben möchtest? Ja, habe ich, und die haben das falsch gemacht. Die haben das gemacht, wie sie es wollten. Weißt du, was mich daran so extrem wundert, ist, wenn das einmal passiert, ja, vielleicht zweimal, aber wenn es dreimal passiert. Ja, das ist es ja. Das und soweit ich informiert bin, ist das Operieren, das Verkleinern einer Nase auch nicht so ein groß komplizierter Eingriff, chirurgisch, wie vielleicht ein komplettes Lifting oder sowas. Ja, ich weiß es nicht, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und mit Männern auch Erfahrungen gemacht, so schlechte Erfahrungen. Ich habe immer die falschen Männer getroffen. Na gut, das sind 2 verschiedene Themen, ne? Ja. Obwohl, obgleich das wahrscheinlich auch Männer waren, die die Nase operiert haben, aber das kann man ja nicht miteinander vergleichen. So was können wir machen. Wir können dir gleich mal, es gibt ja so einen Verband der deutschen plastischen Chirurgen oder sowas. Weißt ja. du das? Ja, weiß ich nicht. Nee, ich habe mich schon informiert überall, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, also das kann man, das können wir dir schon mal geben. Und ja. du musst einfach, ich habe auch den Eindruck, dass du da zu leichtfertig dir den Arzt ausgesucht hast oder die Ärzte. Ja, ich gucke ja auch im Internet und überall. Ich wollte mich jetzt schon vielleicht ins Fernsehen gehen und damit operieren lassen. Ich weiß es nee, nicht. Nee, 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 das lass mal sein. Was ich tun soll. Mhm. Ich, das ist schon so schlimm, dass ich fast nicht mehr an mein Leben glaube. Das ist schon so schlimm. Mhm. Hast du dich auch verschuldet wegen dieser Sachen oder hattest du so viel Geld? Nee, das hat meine Mutter mir bezahlt. Die Mutter hat es bezahlt. Mhm. Ja. Mhm. So, jetzt rufen wir dich gleich mal zurück. Ja. Und geben dir mal diese Adresse von den, was ich gerade angesprochen habe. Mhm. Du musst einfach jetzt rum telefonieren, du musst suchen, du musst lesen. Bis du auf jemanden stößt, wo du denkst, das ist interessant. Gut wäre es natürlich auch, wenn du mit betroffenen Frauen sprechen könntest oder Menschen, die bei dem Arzt schon operiert worden sind. Das ist immer eine tolle Sache. Und jeder seriöse Arzt zeigt zumindest auch Bilder, die er schon operiert hat. Gibt ja. vielleicht auch Adressen durch, Referenzadressen und so weiter. Mhm. Wie oft kann man das denn überhaupt operieren? Ich glaube, das letzte Mal jetzt noch. Und das habe ich auch im Fernsehen gesehen, dass sie 3 Operationen schon eine hatte. Und dann war sie dann zufrieden auf der 4. Aber du musst doch auch schon, das ist auch verbunden mit sehr viel Schmerzen, ne? Und, ja, es ist auch. Immer eine Vollnarkose, immer eine Belastung für den Körper und so weiter. Ja, ja. Und dann die Angst, wenn du den Verband runternimmst, wie sieht's aus, ne? Ja, genau. Ich möchte einfach schön sein, mich schön fühlen, aber irgendwie wird es nicht. Mhm. So, Katharina, du legst auf, wir rufen dich an und dann geben wir dir mal diese Adresse und dann leg mal los und knie dich mal richtig rein in das Erforschen des richtigen Arztes. Ja, danke schön. Ja, alles Liebe. Danke. Tschüss, Katharina. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ein Hinweis auf Samstag. Samstag ist Promi-Tag hier bei uns im WDR Fernsehen, nicht bei 1 Live. Die Sendung wird dann bei 1 Live erst am Montag wiederholt, in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Samstagabend um 11:45 ist im WDR Fernsehen bei mir zu Gast Nadja Abdel Farag. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Und wenn ihr gerne auch mitmachen wollt, wenn ihr mit Nadel sprechen wollt, mit Nadja euch unterhalten wollt, dann meldet euch doch schon mal an per Mail unter domian@wdr.de mit Telefonnummer und dann rufen wir euch gegebenenfalls Samstag zurück. Prominenter Gast bei Domian, Samstag im WDR Fernsehen, Nadel. Markus, 31 Jahre alt. Hallo Markus. Ja, hallo. Ja. Grüß dich, Domian. Ja. Alles klar? Jo, soweit ja. Und bei dir?
Ja, bei mir muss auch. Erstmal Kompliment zu deiner Sendung. Danke. Also ich gucke und höre so oft, wie es geht. Ja. Ja, mein Problem. Mein Problem ist folgendes. Ich weiß seit 2,5 Jahren von meiner Schwester, dass sie ihrem Mann fremdgegangen ist. Ja. Die sind heute noch verheiratet. Ja. Und ganz ehrlich gesagt, so nach außen hin tun sie immer das perfekte Paar und bla bla bla. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer geht in die Materie, dann sieht man direkt, dass die Ehe vollkommen kaputt ist. Aber vollkommen. Wie, ja, also, wie oft ist sie fremdgegangen? Die ist in den letzten 2,5 Jahren mindestens 7-8 Mal fremdgegangen. Woher weißt du das so genau? Ja, weil sie es mir erzählt hat. Achso, ihr seid also so eng vertraut, dass sie dir das erzählt? Ja, ja, klar. Mhm. Unter Geschwistern ist man ja eigentlich nicht so eng vertraut, aber meine Mutter, die ist jetzt zum 6. Mal verheiratet und deswegen haben wir eigentlich ein sehr tiefes und inniges Vertrauensverhältnis, ne? So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Schwester geht fremd, ist nicht die feine englische Art. Nee. Aber was ärgert dich da so dran? Also mich ärgert im Prinzip, dass sie es mir so freimütig erzählt hat, ja. Weil ich selber leide unter Depressionen und habe eigentlich genug mit meinem eigenen Leben zu tun, ne? Und dann erzählt sie, ja? bin ich Christ. Und was bist du? Ja. Ich habe verstanden. Ich habe kurz. Was bist du? Ich bin Christ. Ach Christ? Entschuldige, ich habe das nicht verstanden. Ja. So. Und von daher bringt mich das sowieso schon in arge Probleme. Mhm. Nur jetzt, ich habe das ja schon öfters verfolgt und dann sagst du immer, ja, dann sag das den Leuten. Das Problem an der Sache ist, wenn ich ihnen das erzähle, dann ist die Ehe sofort vorbei und 3 Kinder sind Scheidungskinder. Ja, das würde ich jetzt erstmal auch gar nicht so sagen. Lass uns mal von vorne anfangen. Erstmal finde ich das ja klasse, dass deine Schwester so eine Freundschaft zu dir hat, dass sie dir das erzählt. Das zeugt ja auch von großem Vertrauen. Ja, ja. So, ja, das ja. Muss man ja erstmal positiv einstufen. Ganz genau. So. Jetzt finde ich nicht, dass du da hinrennen sollst zu dem Mann und das ausplaudern sollst. Was du tun kannst, und mehr kannst du nicht tun, du könntest höchstens auf sie einwirken, dass sie es entweder unterlässt oder dass sie klare Verhältnisse schafft und sich von ihrem Mann trennt. Aber das muss sie letztendlich dann tun. Ja, ja, das muss sie letztendlich tun. Was sagt sie, wenn du äußerst dich, du sagst, du bist Christ und genau. daraus schließe ich, dass es für dich Ehebruch ist und du das verurteilst. Ja, das auf jeden Fall. So. Das sagst du ihr ja auch so. Ich frage dich erstmal, sagst du ihr das so? Dass du das verurteilst? Also, ich war damals schon nicht begeistert, aber da habe ich mir eigentlich mehr meinen Teil noch gedacht. Gut. Das war damals. Wie ist es jetzt? Sagst du ihr knallhart ins Gesicht, pass mal auf, Mädel, das geht so nicht. Also, du kannst nicht weiterleben. Sagst du das? Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Ist doch deine Meinung. Ja, ist meine Meinung, aber ich distanziere mich momentan da ein bisschen. Also, weil ich mein Leben so weit aufräumen konnte und das ist jetzt eigentlich noch das Einzige, mit neben gewissen anderen Sachen, was mich so ein bisschen behindert. Ne? Aber nochmal gefragt, du würdest das Verhältnis zwischen dir und deiner Schwester als sehr gut einstufen? Ja, das schon. Als Freund, quasi als Freundschaft? Ja, genau. So, dann kann man doch in einer Freundschaft... man ist doch schon verpflichtet als Freund quasi zu sagen, pass mal auf, ich finde das aber scheiße, was du da machst. Das ist für dich nicht gut, das ist für die Familie nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Nee. Warum sagst du es nicht? Tja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Also sie ist eigentlich ein sehr impulsiver Mensch, die geht also sehr schnell an die Decke, selbst wenn man ihr was sagt, was man nur gut meint. Hast du Angst vor ihr? Nee, Angst habe ich vor ihr keine. Hast du Angst, dass das Verhältnis sich verschlechtern könnte zwischen dir und ihr, wenn du sie kritisch ins Visier nimmst? Das glaube ich weniger. Aber was ist es denn? Nur, ich kann eigentlich nicht mit ihr darüber reden, weil ich habe sie, ich weiß nicht wie oft, schon zu mir eingeladen. Ja? Sie hat gesagt, komm mal vorbei zum Frühstücken oder zum Kaffee oder sonst was. Ne? Komm einfach nur mal so vorbei. Aber sie kommt ja nicht vorbei. Und wenn sie dann mal vorbeikommt, dann kommt sie mit ihren Kindern.
Und vor den Kindern will ich das nicht unbedingt. Ja gut, aber sie hat es dir ja auch gesagt. Also gab es schon Momente, wo ihr auch alleine wart. Ja, ja, aber da waren ja, wie gesagt, die Kinder dann nicht dabei. Ne? Ja eben, dann hättest du ja auch ihr zurück was sagen können. Naja, ich meine... Also es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, dass ihr beiden mal alleine redet. Und wenn du zu ihr sagst, pass mal auf, lass uns mal irgendwie sehen, dass wir mal eine Stunde alleine sind, dann lass dich das auch arrangieren. Das gibt's doch gar nicht. Das ist eine Ausrede. Irgendwas stimmt da nicht, Markus. Warum redest du denn nicht mit ihr? Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch okay, wenn du sagst, wenn du findest das nicht gut, du bist befreundet mit deiner Schwester, da kann man das doch sagen. Ja, unter Freunden kann man sich eigentlich alles sagen. Man muss es sogar tun, finde ich. Ja, man muss es sogar tun. Das stimmt. Jetzt hast du mich angerufen. Warum eigentlich? Genau. Warum hast du mich angerufen? Ja, eigentlich, weil ich nicht weiß, was ich da machen soll. Mhm. Mhm. Was ist, wenn ich jetzt mit ihr darüber spreche und ja, die Ehe dann trotzdem so weitergeführt wird? Markus, dann ist es nicht mehr dein Ding. Sie muss es ja entscheiden. Aber ich finde, dass du es ihr schon sagen solltest, was sie dann daraus macht, aus deiner Meinung. Das ist ihre Sache. Dann kannst du nichts mehr unternehmen. Aber ich finde schon, dass man den Mund aufmachen muss. Ich wäre sehr sauer, wenn ein guter Freund von mir, nehmen wir es mal umgekehrt, nicht Tacheles mit mir spricht und ich das irgendwann rausbekäme. Auch wenn ich nicht dessen Auffassung wäre. Ich will einfach die Meinung von meinen guten Freunden hören und dann mache ich selbst da was raus. Ja, die geht eigentlich ihren eigenen Weg in diesem Sinne. Okay, aber du kannst es ja dennoch mal sagen. Vielleicht ist es ja sogar, wir mutmaßen ja jetzt hier im Moment, vielleicht ist es ja für sie sehr interessant, wenn ihr eigener Bruder, mit dem sie ein enges Verhältnis hegt, ihr da mal ein bisschen den Kopf wäscht. Vielleicht wacht sie dann ja auch auf. Ja, vielleicht wacht sie dann auf und zieht dann endlich mal einen Schlussstrich um die ganze Geschichte. Und wenn sie nicht aufwacht, okay, das ist ihr Leben, dann kannst du auch nicht mehr machen. Nein. So sehe ich das, Markus. Das stimmt. Also meine Meinung ist, dass du nicht mit dem Mann reden sollst, sondern du musst mit deiner Schwester reden. Mhm. Da hast du gar nichts zu verlieren und du hast dir hinterher auch nichts vorzuwerfen. Dann kannst du sagen, okay, ich habe das getan, was man tun muss. Und wenn sie... Vorwerfen würde ich mir da nichts. Das Einzige, was ich mir vorwerfen würde, wäre, wenn ich jetzt den direkten Weg an ihn... Ja, das kannst du nicht machen. ...an ihn dran zu gehen. Wie ist denn dein Verhältnis zwischen ihm und dir? Ach, das war eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Also ich verstehe mich super mit dem. Mhm. Ich habe keine Probleme mit dem. Mhm. Okay, aber das die engere Bindung ist halt zwischen dir und deiner Schwester. Ja, das ist logisch, ne? So, jetzt reiß dich zusammen und versuche in der nächsten möglichen Situation das Thema anzusprechen und es ihr zu sagen, deine Meinung zu sagen. Ja, gut. Ja? Okay. Dann melde ich mich aber nochmal. Ja, dann mach das, genau so, Markus. Alles klar. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Annemarie. Annemarie ist 62 Jahre alt. 62? Ja, habe ich gesagt. Um hallo. Genau zu sein, ja. Hallo Annemarie. Ich bin froh, dass ich mal Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Das freut mich. Und dir zu sagen, dass ich deine Gesprächsführung so bewundere, wie du meistens dahin kommst, wo der Hund begraben ist. Das finde ich ganz super, wie man das also in einer Sendung manchmal fünfmal hintereinander schafft. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja, das finde ich echt schön. Und jetzt wollte ich euch erzählen, dass ich mich verliebt habe in meinem zarten Alter. Ach. Und nachdem ich gedacht habe, das passiert mir nie mehr im Leben und schon überhaupt nicht mit einem verheirateten Mann. Jetzt mal eins nach dem anderen. Wie lange warst du alleine vorher? Ach, ich habe einen Freund und seit 15 Jahren. Und diese Freundschaft, die ist ins Belanglose abgeglitten. Der Mann ist schon 72. Ja. Und ich war jetzt in letzter Zeit auch krank, hatte einen Herzinfarkt und war davor schon krank, hatte Krebs und habe gedacht, also so in etwa für mich ist jetzt das Leben rum. Ja. Und habe das auch nicht besonders schlimm gefunden, weil ich also sehr sehr bewegtes, ereignisreiches Leben hatte. Und dann kommt ein junger Kollege, den ich seit über 20 Jahren kenne, und sagt, er will bei mir das Weihnachtsmäuschen spielen und hat mir ein Buch geschenkt. Hast du das Weihnachtsmäuschen? Ja. Was heißt das?
ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Ja. Okay, das war das Große. War das sicher so nicht, wie er sich das vorgestellt hat, denn in dem Moment, als er kam, war gerade dieser alte Freund ja. da. Ja, und dann kam er nach weiter und dann fing er an, mir Gedichte zu mailen. Ja. Und dann... Wie alt, lass mich mal fragen, wie alt ist denn dieser Mann? Dieser junge Mann ist 49. Der ist also ein Stück jünger. Ein junger Spund noch. Ein junger Spund. Vor allen Dingen ist der so jungenhaft. Ja, das ja. war der schon immer. Der sieht, der ist wie ein großer Junge eigentlich. Habt ihr beiden Süßen euch gemailt? Ja. 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 Und dann ist daraus ein bisschen was entstanden. Habt ihr geflirtet? Eine riesen Sehnsucht. Das hat sich... Das hat sich so aufgebaut durch diese Gedichte, gell? Und er kennt auch so tolle, von Goethe bis Neruda. Aha. Wie lange läuft das jetzt schon so? Ach, seit vor Weihnachten eben. Ach so, genau, ja, seit diesem Weihnachten, ne? Ja. Mhm. Ist das denn jetzt schon ein richtiges Verhältnis, kann man das sagen? Ach, wir haben zweimal miteinander geschlafen, im Abstand von mehreren Wochen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob sich das wiederholt. Das ist also sehr aufregend und anstrengend. Und anstrengend? Ja, da Termine zu finden. Ach so, verstehe. Ja. Darf ich dich fragen, wie lange du vorher nicht mehr mit einem Mann geschlafen hattest? Ja, das kann ich dir ausrechnen. Ungefähr 10 Jahre. Oh ja, oh ja. Ja. Da muss das ja ein tolles Erlebnis gewesen sein. Was? Ja, das wollte ich euch erzählen. Ja, und wenn man dann jemand... Das so toll war. Und das... Ich da also so überrascht bin und unglaublich glücklich. Wahnsinn. Und keine Spur von schlechtem Gewissen. Nee, warum sollst du ein schlechtes Gewissen haben? Nö, ja, gut, weil der halt war. Ja, dann muss er ein schlechtes Gewissen haben, nicht du. Ja, das denke ich. Nee, da musst du dir keinen Kopf machen. Nee, ne? Nee, wirklich nicht. Nee. Er ist verheiratet, ist er denn offensichtlich nicht sehr glücklich verheiratet, ne? Oder? Doch, ich glaube schon. Doch. Das ist ein sehr, sehr besonderer Mensch. Ja. Ich glaube, dass er glücklich verheiratet ist. Als ich den kennenlernte, hat er 2 Kinder gehabt. Mhm. Und jetzt hat er 5. Das kleinste ist 3 Jahre alt. Also, wie lange insgesamt kennt ihr euch schon? Oh, seit den 80er Jahren. Ach, so lange schon. Ja. So lange schon. Aber weißt du, was seltsam ist? Wenn man sich so lange kennt, dass es dann erst jetzt Weihnachten da geschnackelt hat zwischen euch beiden. Wie kommt das? Und von ihm ging das ja aus, ne? Ja, so, absolut. Ne? Von ihm ging es aus. Ich denke, das hätte früher geschnackelt, wenn ich das gewollt hätte. Ach so. Mhm. Und ich könnte mir denken, dass er da immer so eine, immer mal wieder dran gedacht hat. Ja. Und bist du denn... Ich wollte früher nicht auf solche Angebote eingehen. Mhm. Ich hätte das vielleicht diesmal auch nicht gemacht, wenn da nicht wirklich ein bestimmtes Gedicht eine Rolle gespielt hätte. Was dich sehr berührt hat. Was mich total berührt hat. Welches Gedicht war das? Nähe des Geliebten. Ach, von Goethe. Ja. Ja, das ist auch sehr schön. Sehr schön. Das ist sehr, sehr Dann hat er mir alle Mails unterschrieben mit den Worten, ich denke dein. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch irre. Wenn du jeden Tag ein Mail kriegst und da steht drunter, ich denke dein. Ja, super schön. Ja. Super schön. Sag mal, du sagst, der ist verliebt, der ist verheiratet und ist auch vielleicht glücklich verheiratet. Macht dich das ein bisschen traurig? Nee. Ich habe das vorhin schon zu deinem Mitarbeiter gesagt. Ja. Also ich denke nicht, dass das eine Voraussetzung für eine Partnerschaft oder eine Ehe oder sonst was wäre. Also du hast es jetzt, du genießt es, das, was ist und das, was war, und bist damit zufrieden und glücklich. Ja, ich bin nicht durchgängig glücklich, gell? Also mich regt das sehr auf und ich komme da nicht sehr gut damit zurecht, weil ich vielleicht zu viel, weil es mich zu sehr berührt. Aber da ist nicht so die Sehnsucht, ich will ihn jetzt ganz für mich haben. Nee. Warum eigentlich nicht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, diesen Mann für mich zu haben. Der ist so dynamisch und so jung und so voller Ideen. Aber das ist doch toll. Ja, das ist toll, aber ich bin eine alte Frau. Ja. Ich bin alt und krank. Und deshalb finde ich das so toll. Mhm. Das finde ich super toll, weißt du. Und das ist was dem
ganz offensichtlich überhaupt nichts ausmacht. Ich habe das schon gesagt, ich sage, was willst du denn? Und also ich mache das nichts aus, dass du eine ältere, dass du etwas älter bist als er. Ja, und dass ich auch, sagen wir mal, ich habe zwar nicht eine schiefe Nase wie meine Vorgängerin, aber ich bin kein Ausbund an Schönheit und vor allen Dingen absolut nicht an Sexappeal. Mhm. Das ist was, was mir völlig abgeht. Ja. Womit ich mich auch total abgefunden habe. Ich denke, das kann man, also irgendwann kann man. Und das weißt du aber, dass der Mann fertig bringt. Sowas in mir zu wecken noch. Zu wecken. Ja, super. Ne? Ich finde es ganz toll. Und da habe ich gedacht, das muss ich doch mal jemand erzählen. So, und da bin ich auch sehr froh, dass du mich angerufen hast, weil ich so gerne solche Geschichten höre, wenn sich auch ältere Leute noch mal so verknallen. Ja. Ich finde es toll und ich beglückwünsche dich dafür. Ja, das ist wunderschön. Ja. Wirklich? Ja, das ist wie eine weißt, was Kabine. Weißt du, was ich auch toll an dir finde und sehr schätze? Dass du so eine Dankbarkeit und so eine Bescheidenheit an den Tag legst. Es könnte ja jetzt auch sein, dass du jetzt sagst, ich will jetzt den ganz für mich haben und ich bin wütend auf die Frau und so. Nein, du sagst, ich freue mich, dass das so ist, wie es ist. Ja, absolut. Das habe ich ihm auch gesagt. Hat er denn zu dir auch schon gesagt, dass er sich... Dass er sich verliebt hat in dich? Ja, er schreibt es manchmal. Er schreibt es manchmal und schreibt es immer so, also immer in irgendeiner Gedichtform. Mhm. Also der hat mir mal ein ganz verrücktes Gedicht geschickt, ich weiß gar nicht von wem, und unten drunter steht, so fühle ich mich. Mhm. Also dann ist er aber schon ziemlich auch auch verliebt, ne? Das hört sich ja schon so an. Ich glaube, ich habe jetzt sehr nachgedacht. Also die Zeit, die ich mit dem an einer Kollegin war, da habe ich immer ein bisschen gelacht über den und habe das auch manchmal erzählt. Habe gesagt, ich weiß gar nicht, was der hat, was der an mir findet. Da hat er also zu mir gesagt, ich möchte doch mal bitte in den Kartenraum kommen. Er sucht eine Karte. Und wenn ich dann da hingekommen bin, hat er mich in den Arm genommen, hat mir einen Kuss gegeben und hat gesagt, jetzt kann es wieder gehen. Schon allein, das finde ich so verrückt. Ne? Annemarie, was ist jetzt dein Wunsch? Wie soll es weitergehen? Mein Wunsch wäre, dass ich ihn vielleicht noch ein paar Mal sehe. Mhm. Und ich glaube, dass diese Beziehung, so wie sie vorher war, sich erhalten wird. Ja. Ich glaube, dass das so ist, dass wir öfter mal aneinander denken. Mhm. Der hat mir auch immer mal wieder auch so kleine Geschenke gemacht. Ja. Du sagst, dass ich ihn noch ein paar Mal sehe. Ja. Aber das könnte doch auch noch ein bisschen mehr als ein paar Mal sein, oder? Ja, du, es ist für mich ganz schwierig, damit zurechtzukommen. Erklär mir das mal noch ein bisschen ja, mehr. Ja, ich stoße da fast physisch an meine Grenzen. Und reg mich so darüber auf, wenn ich weiß, der kommt, dass ich den ganzen Tag am Computer sitze und solitär spielen muss. Dass ich also wirklich so durch den Wind bin, weil ich das einfach, also es hat ganz lang gedauert, bis ich verstanden habe, was der Mann von mir will. Das also, hat ganz lang gedauert, bis ich... Das ist ja schon verrückt. Da passiert sowas ganz Verrücktes in deinem Alter. Und dieses wiederum setzt dir fast körperlich zu, weil du dich so sehr aufregst darüber. Ne? Positiv, wohl positiv, aber dennoch aufregst. Ne? Ja, es belastet, sagen wir mal so, das ist zweigeteilt. Mhm. Im Kopf und in den Gefühlen. Mhm. Deshalb wäre dir gar nicht... Beglückt mich das. Ja, deswegen ist so eine gewisse Distanz dir schon fast recht, ne? Dass es nicht zu oft passiert. Und, ja. Du vor allem, der ist sehr beruflich sehr engagiert. Ach so. Der macht also unglaublich viel Zeug. Ich frage den auch nicht, wann kommst du wieder oder was. Ich denke, wenn der Zeit hat und er hat Lust, dann kommt er wieder. Ich würde dich gerne noch was zur Sexualität fragen. Ja. Wenn man, du sagst gerade, so lange das nicht erlebt hat und es dann so genießt wieder. Ja. Ist da auch jetzt eine neue Sehnsucht entstanden oder geweckt worden, das dann doch jetzt in der nächsten Zeit nochmal zu haben? Das würde mir schon Spaß machen, aber
da kommt sofort ein Aber hinterher. Ich bin ganz froh, dass ich bin sexuell völlig unterbelichtet gewesen in meinem Leben und weiß das auch und habe das also auch irgendwo halt einfach dann abgehakt. Und ich finde das toll, dass ich das jetzt so erlebt habe. Ich finde das toll. Aber, jetzt das Aber liegt darin, weißt du, so eine intensive sexuelle Beziehung, ohne die Einbettung in eine soziale Beziehung. Verstehe. Das ist die Schwierigkeit. Das kannst du nicht so richtig, das möchtest du auch nicht. Das entspricht nicht deinen Vorstellungen. So ist es, mir nicht. Es entspricht mir nicht. Und warum soll ich das dann machen? Warum soll ich das... Aber ich finde es wirklich so toll, dass du auch sagst, dass du das jetzt nochmal so genießt und erlebst. Ich hatte mal eine Anruferin, die war irgendwie auch in deinem Alter und ein bisschen älter. Die erzählte mir, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben in diesem Alter einen Orgasmus erlebt hat. Und war wirklich auch völlig aus dem Häuschen und sagt, sie ist so glücklich, dass sie das noch erleben durfte und erlebt hat. Ja. Annemar, ich finde dich super nett. Ich muss ja mal Kompliment machen. Ich unterhalte mich sehr gerne mit dir und freue mich wirklich sehr über das, was sich da in deinem Leben ergeben hat. Hast du eigentlich Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, die wohnen weit weg. Und ich habe schon viele Sendungen mir angeschaut, wo das Problem ist. Da habe ich auch ganz große Probleme damit. Ja. Die wohnen weit weg, die Schwiegertöchter verstehen sich mit mir nicht. Ja. Das ist sehr unerfreulich und dann... Die wissen aber alle nichts von diesem neuen Freund. Doch, beim Ältesten habe ich das neulich erzählt. Ich habe gesagt, dein Bruder ist verliebt. Und der findet das ganz okay. Vor allen Dingen, auch der Jüngere würde mir das sehr gönnen, weil die meinen Freund nicht so mögen. Ah, so, verstehe. Die sehen, dass ich da also gefangen bin in der Belanglosigkeit, im Essenkuchen. Darf ich dich mal fragen noch, was du früher beruflich gemacht hast? Ja, ich war im Schuldienst. Ach, Lehrerin? Ja. Ach so, daher auch gerade mit dem Kartenraum. Ja. Verstehe. Ich war lange 30 Jahre im Schuldienst und wie ich dann den Krebs gekriegt habe, wurde ich pensioniert zu meinem großen Glück. Ist denn der Krebs jetzt im Griff? Ich hoffe es, ja. Du hast, und mit dem Herz ist auch okay? Oh, es geht so. Geht. Wenn du dich nicht zu sehr aufregst, wenn der junge Mann wiederkommt. Nee, du, das sind ja auch positive Schübe. Ja, klar. Das ist schon toll. Das ist einfach ein Geschenk. Das finde ich auch. Und genieße es und sei glücklich und dankbar, dass du es bekommen hast, das Geschenk. Mach ich, Domian. So, liebe Annemar, jetzt läuft uns die Zeit ein bisschen weg, aber ich habe wirklich sehr gerne mit dir gesprochen. Ja. Und sag einfach schöne Grüße dahin, wo du wohnst. Ja, und alles Gute und genieße das. Vielleicht kann ich diesmal widersprechen. Ja. Ich hätte schon so oft gern mit dir gesprochen. Ich habe viele Traurigkeiten in meinem Leben. Ja. Aber diese Freude ist es wert. Aber das ist auch gut, dass wir erstmal über was Positives gesprochen haben. Ne? Die Freude ist es auch wert, dass man über sie spricht. Genau. Alles Gute von Herzen. Das weiter so schön. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Annemarie. Tschüss. 0800 220 5050. Meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Michael ist 32 Jahre alt und jetzt bei mir. Hallo Michael. Ja, hallo Domian. Also erstmal Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Super. Also ich höre mir das fast jeden Abend an. Wenn ich das irgendwie empfangen kriege, dann auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich habe ein kleines Problem. Und zwar, ich bin seit dem 20.05. letzten Jahres verheiratet. Ja. Und meine Frau ist super eifersüchtig. Und ich weiß nicht, was ich da noch alles machen soll, weil ich habe ja schon mehr wie einmal eine Liebeserklärung gemacht. Und wie lange kennt ihr euch denn schon? Ja, wir kennen uns jetzt 1,5 Jahre ungefähr. Mhm. Der hat aber auch schnell geheiratet, ne? Ja, das war auch irgendwie Liebe auf den ersten Blick und das hat direkt funktioniert. Ja. So, war sie von Anfang an eifersüchtig oder ist das jetzt in der letzten Zeit erst entstanden? Nee, also am Anfang ging es einigermaßen, nur dann wurde das immer heftiger und ja, und jetzt stehe ich quasi da und weiß nicht, was ich tun soll. Wie, vorab die Frage, gibt es einen Anlass dafür? Eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Also eigentlich, wenn, sagen wir es mal so, wenn man mal so durch die Stadt geht oder so, logisch gucke ich dann auch mal. Na klar, also du bist nicht fremdgegangen? Nein. Du hast nicht irgendeinen anderen Frauen rumgefummelt? Nein, gar nicht. Wenn, dann hast du mal geguckt, gucken darf man ja.
Ja. Ja. Nein, aber gefummelt oder sowas überhaupt nicht. Oder heftig geflochten, meine ich. Aber Fummeln wäre ja schon schlimm. Nee, auch nicht. Auch nicht. Wie macht sich denn diese Eifersucht, wie macht sich die bemerkbar? Was tut sie? Also das ist, wenn ich jetzt irgendwie mal alleine irgendwo hinfahre oder so, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich fahre mal zu meiner Mutter oder so, wollte mal einen Kaffee trinken und sie hat jetzt gerade keine Zeit, dann telefoniert sie mir hinterher und schreibt mir andauernd SMS und fährt mir auch mit dem Fahrrad hinterher und das ist also ganz, ganz extrem. Also du fühlst dich von ihr beobachtet und eingeengt im Klartext? Ja, und ja, richtig. Es fängt an zu nerven? Ja, richtig, weil sie will ja wirklich jede Minute, die ich irgendwo anders verbringe, außer bei ihr, möchte sie wissen, was ich da getan habe und wo ich war. Ja. Am liebsten würde sie permanent mit dir zusammen sein? Ja, eigentlich ja. Fühlst du dich auch so in deinen Freiheiten beraubt? Nee, das würde ich jetzt nicht mal so sagen, weil ich darf eigentlich ziemlich viel. Also wenn ich irgendwas möchte, dann darf ich das auch. Dann darf ich das auch. Das ist auch eine komische Formulierung, ne? Ja, also ich meine jetzt nicht was mit anderen Frauen zu tun. Nee, ist klar. Ja, ich möchte mal irgendwie mit einem Kumpel weggehen oder so, dann kann ich das gerne tun. Aber da könnte sie da auch schon wieder irgendwie Ungemach wittern, dass ihr beiden Jungs dann irgendwo auf Mädelsjagd geht. Das tut sie nicht. Ja, das ist schon Eifersucht dann wieder, ne? Mhm. Und ihr geht die Eifersucht so weit, dass sie nicht nur eifersüchtig auf nicht vorhandene Frauen ist, sondern auch auf die Zeit, die andere Leute mit dir verbringen. Also wäre sie auf einen Freund auch eifersüchtig? Nee, so direkt jetzt nicht. So nicht. Mhm. War sie immer schon so? Hat sie erzählt von früher? Also, nee, eigentlich nicht. Sie war eigentlich nie so. Mhm. Und warst du jemand früher, vor eurer Beziehung, der nichts hat anbrennen lassen? Ja. Ah ja, weiß sie das? Ich denke mal, das hat sie wohl durch Freunde oder so oder Bekannte erfahren. Ja. Aber ich sag mal so, ich verbringe ja eigentlich überwiegend jede freie Minute mit meiner Frau. Ne, dafür habe ich doch eigentlich irgendwo auch geheiratet. So, hast du ihr das denn jetzt schon mal so klipp und klar gesagt, dass dich das nervt? Ja. Und was sagt sie dann? Ja, sagt sie, und tut dir leid und das meint sie auch nicht so. Und dann geht das auch mal wieder 2-3 Tage gut und dann fängt das alles wieder von vorne an. Das ist wirklich ein unerquickliches Thema, diese Eifersucht. Ja. Denn jede Liebe kann kaputt gehen an einem Partner, der zu eifersüchtig ist. Ja. Die größte Liebe kann daran kaputt gehen. Und das muss man einfach seinem Partner klar machen. Und das kann man nur klar machen, indem man wirklich immer und immer und immer wieder redet und halt auch deutlich macht, dass das ist ja auch eine Verletzung, denn sie unterstellt dir ja immer irgendetwas. Ne? Ja. Denn sie unterstellt dir ja, dass du das eventuell tun könntest. Und da ist ja kein Vertrauen. Und eben zur Liebe gehört eben Vertrauen. Da muss man eben auch ein bisschen was in die Waagschale werfen und sagen, okay, jetzt kann er machen, ich vertraue es ihm. Ich vertraue ihm einfach. Ja, sie kommt dann immer mit diesen Sprüchen, sie vertraut mir ja schon, nur den Frauen nicht. Das ist doch völlig albern. Ja, das ist doch nur völlig albern. Das ist ja noch bescheuerter. Das heißt ja, du bist nicht Herr deiner selbst. Ja. Das heißt, sie unterstellt dir, wenn da irgendein Schuss vorbeikommt, dass du dann sabbernd da stehst und die doch näher an die Frau rangehst. Ja. Es liegt nicht an den Frauen, es liegt nur an dir. Du kannst zu jeder Frau Nein sagen. Ja, richtig. Ja? Und wenn da die Miss World vorbeikommt. Ja. Kannst du Nein sagen. So, das musst du ihr klar machen. Das musst du ihr wirklich knallhart klar machen. Mhm. Sonst habt ihr, ihr seid so frisch verheiratet, sonst wird das die Hölle, wenn sich das weiter steigert. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja auch erklärt, dass alles, was früher gewesen ist, das war alles, wie man immer so schön sagt, da musste ich mir die Hörner noch abstoßen. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht geheiratet, damit ich dann irgendwie fremdgehen kann. Bist du denn in deinen anderen Beziehungen früher fremdgegangen? Ja, manchmal. Mhm. Es kam eigentlich immer darauf an, wer es war und wie die Beziehung halt so aufgebaut war. Also ob das mehr lapidar war oder ob das wirklich was Festes war. Bist du jetzt eigentlich, abgesehen von diesem Punkt, mit deiner Frau sehr glücklich? Ja, eigentlich ja. Ja. Ja, doch. So, und da musst du sie jetzt nochmal richtig dich mit ihr unterhalten, dich mit ihr an den Tisch setzen und ihr das so klar machen. Und wenn ihr beides alleine nicht in den Griff kriegt, dann geht mal für einmal, für zweimal mal zu einer Eheberatung. Ja. Dass da noch ein neutraler Mensch euch da ein bisschen zur Seite steht. Ja. Mehr kann man da gar nicht sagen. Ihr muss ganz einfach klar machen, dass sie, wenn das wirklich als unbegründet ist, dass sie die Ehe gefährdet, wenn sie es zu doll treibt. Ja. Ja gut, dann werde ich dir das mal so sagen. Ja, und mit dieser Beratung, Eheberatung,
da kann man ja nichts falsch machen, wenn man es mal ein-, zweimal macht oder dreimal und das Thema auf den Tisch legt und da ist ein Fachmann und mit dem zu dritt das beredet. Ja. Ne? Ja, okay. Wenn du gerne noch eine Adresse von einer Beratungsstelle in deiner Umgebung haben möchtest, können wir die geben. Ja. Ja, ich denke mal, das steht ja auf dem Telefon. Steht auch, ja, ja, klar, kannst du auch selbst rauskriegen. Ja. 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 Michael, alles Gute. Ja, vielen herzlichen Dank. Darf ich mal ganz, ganz schnell einen grüßen? Wenn du schon so fragst. Ich möchte gerne den Thomas Jung grüßen. Auch den Thomas Jung. Thomas Jung, ja, der weiß da Bescheid. Guck an, der Thomas Jung. Ja. Dann grüße ich auch mal den Thomas Jung. Ja, und ja? Mach weiter so mit deiner Sendung. Okay, Michael. Also, tschüss. Alles klar. Danke. Tschüss. Samstag ist Nadel bei mir, ihr Lieben. Da müsst ihr das WDR-Fernsehen einschalten. Da geht ihr nicht auf die Rolle, sondern ihr guckt das WDR-Fernsehen um 11:45. Eine Dreiviertelstunde ist Nadel bei mir zu Gast und ihr könnt mitmachen, ihr könnt anrufen und euch mit Nadel unterhalten über ihre weißen Zähne, über Dieter Bohlen, über Ralf Siegel, über das, was sie vielleicht zurzeit macht. Alle Themen werden wir ansprechen, die irgendwie mit Nadel zusammenhängen oder ihr könnt die ansprechen, wenn euch das interessiert. Diese Woche Samstag, WDR-Fernsehen, 11:45, Nadja Abdel-Farag, mein Gast. Hier ist Max, 22. Hallo Max. Ja, hallo, Marc heißt ich eigentlich. Ach Marc, Entschuldigung, hier steht Max bei mir. Ja, nee, kein Problem. Hat sich. Ja, weswegen ich anrufe, und zwar habe ich ein kleines Problem, beziehungsweise ein für mich doch ganz schön großes Problem. Mhm. Und zwar, ich komme zu früh. Mhm. Das heißt, dass ich beim Sex nach 2 bis 5 Minuten komme. Und das heißt, dieses Problem, das ich jetzt seit einem Dreivierteljahr mit mir rumschleppe, meine Sexualität schon fast verloren habe. Das heißt also, dass ich nicht besonders gerne Sex mache. Also bist du in einer Beziehung im Moment? Nein, bin ich nicht. Bist du nicht? Nein. Und das ist jetzt erst seit einem Dreivierteljahr das Problem? Ja. Früher war das nicht so? Nee, früher ging das also alles ganz gut, muss ich mal so sagen. Und du hast das jetzt bemerkt mit so losen Sexkontakten oder One-Night-Stands oder wie? Jein, also es waren schon immer mal so Kandidaten dabei, mit denen man sich schon mehr vorgestellt hat, aber ist dann halt auch nichts draus geworden. Mhm. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt beim Sex halt nicht wirklich zum Höhepunkt, also ich komme zwar zum Höhepunkt, aber das halt ziemlich schnell. Und das ist halt auch für beide Seiten sehr abtörend. Und ja, ich kann mir nicht mehr vorstellen, woran das liegen könnte, weil ich weiß es einfach nicht. Ich bin halt total... Hast du denn, wie sind denn so die Intervalle, wenn du, wie oft hast du so Sex mit jemandem? Alle, jede Woche, alle 5 Wochen, alle 2 Monate? Oder? Ja, also es hat sich in letzter Zeit ziemlich abgeflaut, aber sonst konnte ich schon so sagen, dass ich einmal die Woche auf jeden Fall Sex hatte. Ja, ich meine, das ist auch der Hintergrund meiner Frage jetzt. Das ist ja abgeflaut, sagst du. Das heißt, dann bist du natürlich auch sehr, sehr drauf, wenn du jemanden dann triffst. Und entsprechend halt auch erregt, vermutlich. Ja, natürlich. Also da habe ich keine Probleme mit dem Hochkriegen oder so. Nein, nein, das ist mir schon klar. Aber wenn man so lange auf Sex verzichtet, ist man ja umso leidenschaftlicher. Ja, das schon, das auf jeden Fall. Ich meine, das sind immer ganz schwierige Fragestellungen, wie man das in den Griff kriegt. Profanes Mittel ist, dass man, wenn man weiß, dass man in eine sexuelle Situation kommt, sich vielleicht vorher selbst befriedigt. Ja. Ja. ja, das sagst du jetzt so leicht. Ich mache das wirklich schon vorher, wenn ich weiß, ich habe nachher wahrscheinlich Sex oder so, dann hole ich mir auch wirklich von vorher runter, aber das Problem ist halt, selbst dann ist es noch. Genau, und es ist ja noch nicht mal so, dass ich mein Glied anfasse oder so, das geht einfach so, das kommt wie aus der Kanone geschossen sozusagen, ohne dass ich es erstmal selber will und ohne dass ich es halt berühre oder derjenige halt mich berührt. Aber dann kann man doch... Das ist eine Frage, wie man so die sexuelle Praktik oder das sexuelle Spiel dann spielt. Okay, dann ist es halt passiert und offensichtlich bist du ein sehr impotenter Bursche. Dann macht man eine kleine Pause und macht dann halt weiter. Und dann ist die erste große Erregung schon mal vom Tisch. Ja, aber das ist bei mir so, ich bin natürlich sehr niedergeschlagen danach. Klar ging es auch schon mal danach weiter, aber es ist dann erstmal so, scheiße, jetzt bist du schon wieder zu früh gekommen. Und ja, dann ist bei mir dann auch irgendwann nach der Zeit ist dann auf der Hand zu, sozusagen. Also ich habe dann wirklich keine Lust mehr drauf, weil ich mir dann selber Vorwürfe mache, du Scheiße. Aber was ist das genau der Punkt, dass du dir Vorwürfe machst? Nimm es doch ganz einfach hin. Also du kannst ja Vorsorge treffen, indem du es alleine vorher machst.
Ja, das nützt ja nichts. Okay, dann musst du halt eine Doppelstrategie fahren. Du machst es, du alarmierst halt vorher und lässt es dann einfach auch geschehen. Und ärgerst, indem du dich nämlich über dich selbst ärgerst, ist natürlich die sexuelle Spannung ist natürlich weg. Aber denk einfach, das gehört erstmal jetzt, das ist vielleicht auch nur eine Phase deiner Sexualität. Das gehört halt dazu im Moment und lässt dich dann weiter auf ein Spiel ein. Sag, kannst es deinem Partner ja auch sagen, dass es halt so bei dir kommt, so passiert. Und es geht einfach dann weiter nach einer kleinen Pause. Ja, ich hab ja schon überall so rumgefragt, ob jemand irgendwie in meinem Freundeskreis auch solche Probleme hat oder solche Erfahrungen von anderen Leuten kennt. Aber das hat bis jetzt noch nie jemand gehört und ist schon sehr verwunderlich. Ja, das haben aber viele Männer. Es haben viele Männer und es haben Männer in bestimmten Phasen, das kann sich auch widerlegen. Es liegt auch in der sexuellen Praktik, die man ausführt. Man kann ja auch erstmal Praktiken am Anfang mit seinem Partner wählen, wo man sich nicht so sehr berührt und wo die Gefahr nicht so groß ist mit dem Ejakulieren. Aber du sagst, dass es ganz schnell bei dir kommt, auch fast ohne Anfassen. Ja, das ist, ich brauche nur auf dem Bauch zu liegen und dann geht das schon oder auf dem Rücken. Also das ist ich weiß nicht, woran das liegt. Aber was ist jetzt nochmal gefragt? Was ist jetzt so schlimm daran, wenn es dann passiert ist und wie ich es gerade gesagt habe, du da mit deiner Partnerin eine Pause machst und es dann einfach weitergeht? Ja, das auf beiden Seiten ist da irgendwie so. Ja, aber das ist jetzt eine Kopfsache. Wenn du dir sagst, das gehört einfach dazu, ist halt so funktioniere ich halt im Moment und du das deiner Partnerin auch so erklärst. Und ihr euch dann neu wieder auf ein Spiel einlasst, ist es doch toll. Das heißt, du zieh dort den Nutzen daraus. Das heißt, du kannst deine Sexualität noch viel länger ausleben und erleben als manch ein anderer, der dann nach einer Ejakulation, dann war es das. Aber du kannst weitermachen. Ja, das schon, aber das ist halt ein bisschen sehr schwierig. Also es kann sein, dass ich mich ziemlich daran versteife und auch dann denke, ach du Scheiße. Das glaube ich, das ist der Punkt, Marc. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Es gibt ja kein Idealrezept, wie man das unterdrücken kann. Das ist so eine letztendlich auch eine Einstellungssache. Dann passiert es halt, ja okay, machen wir halt weiter nach einer gewissen Zeit. Das ist ja auch nicht schlimm, ich finde das auch überhaupt nicht peinlich. Im Gegenteil, für deine Partnerin ist es doch so ein Riesenkompliment, wie sehr du sie begehrst. Ja, das schon. Ist keine Partnerin, ist ein Partner. Ach, du bist schwul? Ja. Ja, na okay. Das spielt ja auch keine Rolle, aber ja, es ist einfach so, man möchte schon gerne länger, aber es geht einfach nicht und damit klarzukommen ist schon verdammt schwierig für mich. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt mit einrede oder so, aber... Ich glaube, du redest dir das ein bisschen ein. Und wenn du schwul bist, ist es noch, finde ich, eine Nummer einfacher, das den Jungs zu sagen, auch bei mir ist das so, lass es uns so und so handhaben. Eine Frau kann sich natürlich wieder schwieriger in die Sexualität eines Mannes hineinversetzen, aber wenn du mit einem Burschen zusammen bist, ist es einfacher. Und da muss man sich wirklich nicht schämen, weil jeder Mann das selbst auch nachvollziehen kann. Ja, nur ich habe bis jetzt noch keine gefunden, also noch niemanden gefunden. Ja, weil du dich auch selbst schämst und du bist auch verkrampft dabei. Ja. Und du kommst schlecht drauf und das ist ja alles Quatsch. Es beginnt ja schon am Anfang so, wenn man denkt, oh Scheiße, jetzt machst du ganz ruhig. Mhm. Die 2 Minuten sind ja gleich schon wieder da und man versucht sich krampfhaft dagegen zu wehren, aber es klappt einfach nicht. Genau, das ist der Punkt, du sollst dich nicht dagegen wehren. Lass es geschehen. Und ich garantiere, dass du das zweite Mal es viel besser genießen wirst können. Und mach einen Scherz, mach doch irgendeine lockere Bemerkung deinem Freund gegenüber. Ja, das musst du wirklich mal. Ich glaube, das ist eine reine Kopfgeschichte. Wenn du damit locker umgehen kannst, ich glaube auch, das wird sich so geben nach einer gewissen Zeit. Ja, das ist auch so. Es haben wirklich viele Männer, glaub's mir. Heteros und Schwule, ist völlig egal. Ja. Ja. Mein Lieber. Versuch es mal irgendwie so für dich hinzudrehen. Ja, versuche ich auf jeden Fall. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Carina, hallo Carina, 18 Jahre alt. Hallo. Hallo. Na? Um was geht's bei dir? Ich würde mich selber als notorische Fremdgeherin darstellen. Oh, oh, oh. Ja, bist mit 18. Mit 18? Bist du schon, das heißt schon, ist gut, bist du zurzeit in einer Beziehung? Ja, seit 4,5 Jahren. Seit 4,5 Jahren? Ja, ich bin mit meinem Freund, als ich 14 war, zusammengekommen. Er war damals 20. Ja. Er war auch mein erster fester Freund. So. Ja. Und vor 1,5 Jahren habe ich halt dann auch, habe ich jemand anders kennengelernt. Ja. Und mit dem bin ich dann das erste Mal fremdgegangen. Gut, mit dem war das nichts. Und man lernt jetzt immer mehr
also ich auf jeden Fall lerne immer mehr Männer kennen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, sobald ich merke, die interessieren sich an, also... Für dich? Haben Interesse an mir. Mhm. Und wollen sich dann auch mal mit mir treffen und so. Dann machst du mit. Mach ich auch alles mit. Wie viel Mal bist du denn jetzt schon fremdgegangen, deinem Freund? Ich will eine ehrliche Zahl hören. Also mit 10 verschiedenen Männern und mit einigen auch mehrmals. Mhm. Also kommen wir schon auf eine stattliche Summe, ne? Ja. Weiß dein Freund davon? Nein. Gar nichts? Nein, überhaupt nicht. Der denkt, du bist die treue Carina und alles ist in Butter. Genau. Hast du mit deinem Freund auch noch Sex? Ja. Ist das guter Sex? Ja. Oder langweilt dich das allmählich nach 4,5 Jahren? Nein. Das ist wahrscheinlich nur das, dass ich wissen wollte, wie es ist mit jemand anderem, weil er eben der Erste war. Mhm. Gut, und dann hat das angefangen und ich weiß nicht, ich komme einfach nicht zu einem Ende. So ein bisschen genau, so eine Sucht? Ja, ja. Genau, ich würd da schon... Was ist das für eine Sucht? Ist das eine sexuelle Sucht? Oder ist das eine Sucht, dass du das toll findest, so begehrt zu werden von Männern? Bist du wirklich auch scharf darauf? Ja, genau. Du bist sexuell scharf darauf? Ja, genau. Ja, aber dann könntest du ja, wenn du sexuell scharf bist, könntest du ja auch mit deinem Freund schlafen. Ja, im Prinzip schon, aber wahrscheinlich ist es das Aufregende, das Fremde. Aha, ja. Wenn ich mit meinem Freund schlafe, weiß ich, wie es ist. Mhm. Gab es da schon so, du vergleichst das dann ja bestimmt auch immer, dass du mit Männern geschlafen hast, wo du dachtest, oh, das ist schon toller mit dem als mit meinem Freund? Ja. Ja, mhm. Aber das ist noch nicht oft vorgekommen, erst 2-mal oder so. Wie alt ist dein Freund? 24. Aber der hatte schon Erfahrungen gesammelt vorher? Ja. Mhm. Das ist natürlich eine ganz schlimme Situation, in der du da lebst im Moment, ne? Ja, natürlich. Das geht so nicht. Nee. Man kann nicht in einer festen Beziehung sein seit 4,5 Jahren und dann 20 Mal oder weiß ich jetzt wie mal schon fremdgegangen sein. Ich verstehe dich sehr gut, wenn man so jung in eine Beziehung kommt und so lange drin ist, dass man irgendwann auch eine Sehnsucht hat, mal was anderes erleben zu wollen. Das ist meistens immer sehr tragisch, weil man kriegt nicht alles unter einen Hut. Man kann nicht in der Beziehung bleiben und nicht die anderen Erfahrungen machen. In der Regel geht das nicht. Ja, genau. Und darüber hatte ich ja auch schon mit meinem Freund geredet. Ich hatte ihm eben erzählt, dass ich auch gerne mal Erfahrungen mit anderen Männern machen wollte. Und er hat das schon verstanden, aber er hat es nicht eingesehen, sich von mir zu trennen. Das heißt, er hätte sich schon von mir getrennt, aber dann hätte er nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Mhm. Und wenn ich mich schon von ihm trenne, dann wollte ich schon, weil ich kann so gut mit ihm reden, ich komme auch so super mit ihm zurecht und ich habe ihn wirklich gern, dann wollte ich schon noch mit ihm befreundet sein. Aber er würde sich dann ganz aus dem Staub machen und das will ich nicht. Wahrscheinlich bin ich deswegen immer noch bei ihm. Und er würde sich auch nicht auf ein Modell einlassen, dass er sagt, okay, wir bleiben zusammen, aber ich gebe dir eine gewisse Freiheit und du kannst deine Erfahrungen sammeln, aber wir bleiben ein Paar. Das wird er nicht machen. Nein. Das wäre natürlich das Ideale, ne? Ja, das wäre total klasse, aber das würde er nicht machen. Du hast dich bisher auch noch nicht ein bisschen mal in einen von diesen Typen verliebt? Nein. Nee, das ist eine reine Sexgeschichte. Ja. Wenn er das jetzt erfahren würde, wäre er weg, ne? Ich denke schon, ja. Also sitzt du da ja auf einem Feuerstuhl, ne? Das kann ja irgendwie bei so... alles kann immer irgendwie rauskommen. Ja gut, wenn es rauskommt, habe ich Pech gehabt. Ich höre so daraus, dass du gar nicht so ganz dramatisch traurig wärst, wenn die Beziehung... sich auflösen würde, solange du dann noch freundschaftlichen Kontakt zu ihm halten könntest. Genau. Also ist die Liebe auch nicht mehr so groß, ne? Nein, das ist Routine. Ist Routine. Es ist Routine und es ist Freundschaft. Ja, genau. Er ist zwar da, aber wäre auch nicht schlimm, wenn er weg wäre. Also so als in der Beziehung. Ja, ich verstehe. Freund wäre schon schlimm. Also Carina, ich sag dir, das ist keine Grundlage, keine dauerhafte Grundlage für eine Beziehung. Das weiß ich selber. Das wird darauf hinauslaufen, es wird auf eine Trennung hinauslaufen. Wenn du es so siehst und du hast es jetzt so klar ausgedrückt, musst du eigentlich reinen Tisch machen. Es liegt an dir. Du hast das Bedürfnis. Er lässt sich nicht auf andere Modelle ein. Also musst du in den sauren Apfel beißen, zu gehen
und eventuell in Kauf zu nehmen, dass er keinen Kontakt mit dir mehr haben möchte. Vielleicht ist das ja gar nicht so, wenn es dann erstmal hart auf hart kommt. Vielleicht sagt er das ja auch im Moment nur so. Vielleicht wäre es auch nur die ersten Monate. Vielleicht würde sich das wieder einpendeln. Aber du musst was unternehmen. Ja, vielleicht sollte ich das wirklich mal ausprobieren. Ja. Ich meine, vielleicht meldet er sich ja wirklich wieder. Oder vielleicht, ja. Denn du führst ein unehrliches Leben im Moment. Ja. Und das ist auch nicht gut so für das Selbstwertgefühl. Du belügst und betrügst deinen Freund. Ja, das ja. Und das solltest du schnell abschalten. Ja. Aber da muss man halt auch Risiken eingehen und Opfer bringen. Und das Opfer ist halt, dass du ihn eventuell dann verlierst. Ja, gänzlich sogar. Vielleicht. Und vielleicht bleibt er auch da. Vielleicht bleibt er auch da, vielleicht. Aber du bring doch einfach mal Bewegung in die ganze Sache und handel. Und mach, sag ganz einfach, dass du nicht mehr so leben möchtest und dass du entweder ein anderes Modell haben möchtest oder dass ihr euch erstmal trennt. Ja. Ihr könnt euch immer, es gibt ja auch alles Mögliche, ihr könntet auch sagen, du kannst ja auch vorschlagen, dass ihr euch vielleicht mal für eine gewisse Zeit trennt. Ist auch eine Möglichkeit, haben auch schon Paare gemacht und geschafft. Klappt es meistens nicht, aber ich meine, man kann ja alles mal überlegen. Ja. Ne? Ja, wie gesagt, sehr komplizierte Lage. Ich meine, ich weiß selber, dass es nicht richtig ist, was ich mache. Aber alle Gespräche, die ich jetzt bis jetzt versucht habe, mit ihm zu führen, sind alle gescheitert. Also kam immer aufs selbe raus. Mhm. Ja, aber weil du auch nicht knallhart durchgegriffen hast, ne? Weil du, ja. weil du auch Angst hast vor den Konsequenzen. Mhm. Mhm. So, du musst was machen. Carina, alles Gute. Ja. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Kirstin haben wir noch hier, 24. Ja, genau. Hallo, Kirstin. Hallo. Um was geht's bei dir? Und zwar geht's um meinen Verlobten. Also wir wollen im nächsten Monat heiraten, also im Mai. Mhm. Und ich misstraue ihm sehr. Also ich habe vor einigen Wochen, ich glaube, das ist schon so 3 Monate her, in seinem Handy eine Nummer, also eine SMS gefunden gehabt, eine ganz harmlose SMS, so, ich bin von der Arbeit, komme von der Arbeit, fahre gleich nach Hause. Also perfektes Deutsch, mein Freund ist Albaner. Hat ihn gefragt, wer das denn sei. Und dann sagte er, ist ein Kumpel. Ja. Ich so, aha, welcher denn? Also ich war total misstrauisch von Anfang an. Ja. Keine Ahnung warum. Wäre auf jeden Fall männlich. Also sicher, sicher. Ich habe die Nummer dann angerufen, ging ein Mädchen dran. Ich habe auch direkt gesagt, hallo, ich bin die Freundin von so und so. Und der hat mir gesagt, du bist ein Junge, warum? Ist da was? Da sagte sie, nein, da ist nichts, wir kennen uns von früher. Da ist wirklich nichts, sie hat einen Freund und so weiter und so fort. Thema war für mich, ich habe mit ihm noch darüber geredet. Ich habe ihm dann auch gesagt, ich habe die Nummer angerufen, weil ich dem misstraue. Mhm. Und er war auch dementsprechend sauer, weil erstmal, weil ich in seinem Handy geguckt hatte. Zu Recht. Und ja, zu Recht, finde ich auch, stimmt schon. Und dann, weil ich die Nummer angerufen hatte und weil ich ihm aber auch auf die Schliche gekommen bin. Mhm. Denn er hat ja gesagt, das ist ein Junge und es war kein Junge. Genau, er hat mir, und er hat geschworen, er ist männlich, da brauchst du keine Angst haben. Ich habe gesagt, weiblich ist, musst du mir das nur sagen. Dann ist das okay. So, dann mache ich eigentlich keinen Hehl. Aber er sagte, er ist männlich und so weiter und so fort. War aber nicht. Also dann kann doch da schon irgendwas nicht stimmen, dachte ich mir. Mhm. Wir haben dann hin und her gestritten deswegen in einer Tour. Irgendwie hat er mir dann geschworen, er löscht die Nummer und er hat keinen Kontakt mehr zu ihr und so weiter und so fort. Aber du weißt nicht, was da gelaufen ist, oder ob da was gelaufen ist, weißt du gar nicht. Genau, dann hatte ich irgendwann mal, also das dann eine Woche später damals, nochmal in sein Handy reingeguckt. Mhm. Auch wieder falsch, weiß ich, aber ich habe immer noch dieses Misstrauen, auch bis heute. Mhm. Da hatte ich eine SMS gefunden, eine gespeicherte SMS von dieser Nummer. Ich wäre gerne bei dir und würde gerne mit dir Titanic gucken. Ach. Sagt für mich alles. Mhm. So, für mich war klar, da lief irgendwas oder läuft irgendwas und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich, er hat eine Ex-Freundin, mit der er mal diesen Film geguckt hatte. Mhm. So dachte ich eigentlich, sie ist das. Also er hat auch einen falschen Namen darunter abgespeichert gehabt unter dieser Nummer. Mhm. Und er sagte, nee, die hat sie mir aus Versehen geschickt und bla und dies und jenes. Sie hat einen Freund, ich kenne den Freund und dies und jenes. Wir wieder gestritten, ich, ja komm, glaubst du einfach mal. Versuchst du ihn nicht mehr so zu misstrauen. Und so weiter und so fort. Jetzt habe ich trotzdem noch dieses Misstrauen in mir. Verstehe. Du bist ja auch, er hat dich auch belogen. Und genau, er redet sich irgendwie raus. Ne? Genau, man sagt ja auch, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und ich hab ein ganz komisches Gefühl. So, jetzt frage ich dich ganz, ganz, ganz klar, warum müsst ihr denn schon heiraten im Mai? Ich finde, wenn man so ein Misstrauen hat, das ist ja auch begründet in deinem Fall, dann kann man doch einfach sagen, okay, pass mal auf, das schieben wir noch ein bisschen. Wir beschnuppern uns noch weiter, ob wir gut miteinander klarkommen. Ich möchte noch nicht heiraten. Finde ich eine legitime Aussage. Ja, stimmt. Absolut. Das ist, da hast du alles Recht der Welt auf deiner Seite, finde ich. Hm.
Ja, stimmt. Also wir hatten jetzt vor 2 Tagen wieder Riesentag deswegen. Kirsten, es ist meine Sendung vorbei. Ja. Wir rufen dich gleich nochmal an. Legst du mal bitte auf? Ja, gut. Okay, danke. Bis gleich. Okay. In der Technik war Kerstin Klinger. Wir sind morgen wieder da, auch im Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.